Und hiermit herzlich willkommen zurück zu Paper Mario 64. Wir sind jetzt endlich im Roten Bahnhof angekommen und ich würde mal sagen, wir reden erstmal hier mit diesem Tod. Ich habe vor ein paar Tagen beobachtet, wie einige Shy-Guys eine Art glitzernde Karte in einem Käfig getragen haben. Sternkarte? Sie sind nach rechts gegangen. Glaubst du, dass ich überprüfen sollte, was sie da treiben? Also gehe ich erstmal Richtung links. Wir stehen kurz vorm Level Up, deswegen hoffe ich mal, dass hier jetzt noch ein Gegner kommt. Oh ne, so ein Feuerguy. Hallo. Goddammit. Aber ist was? Sternensturm! Ich stehe ja eh kurz vom Level Up, daher. Aber genau 6 Punkte. Warte, Punkte. Hoppala, falscher Knopf. Dann kann ich doch meinen Ausweicher doch wieder reinfügen. Dann nehme ich doch den Power-Dots wieder. Dann nehme ich den Power-Dots zum Powersprung wieder mit. Beim nächsten Level-Up kommt der Ausweicher wieder dran. Hier ist nichts mehr. Hier auch nicht. Dann gehe ich erstmal nach da oben. Oh, das war knapp. Das sagte ich und springe da runter. War jetzt auch nicht der schlauste Move von mir. Doch, ich bin diesmal geduldig. Das müsste jetzt aus sein, weil da oben ist ein Block, den möchte ich haben. Ist bestimmt irgendwas Geiles drin. Außer Münzen. Oh, das hat sich für 2 Münzen ja echt gelohnt. Was ist denn da oben? Oh, was zum Aufladen. Oh, kriegen wir gleich ein paar, ne? Oh, nö, ich tue schon wieder. Dann verkriegst du erstmal einen Erstangriff. Hier einmal Erdbeben. Dann ist schon mal der Feuerdude weg. Und du machst den hier weg. Aber ich habe keinen Bock, verwirrt zu sein. Immer nur einen Schaden, also von daher. Wird mal Zeit, wieder einen Zauber zu aktivieren. Ach, von da komme ich dann zum Aufwertungsblock. Okay, merke ich mir. Ui, jemand ist gekommen. Jemand ist hier im Dunkeln. Wo kann es denn sein? Es ist Mario. Jetzt bist du mein Mario. Ich lass dich nie mehr gehen. Ist überhaupt nicht creepy. Überhaupt nicht. Uhihi, ich werde mich ganz rasch um dich kümmern und dann wieder in die Dunkelheit zurückkehren. Ich hasse das Licht. Deswegen nehme ich dich mit in die tiefste Finsternis. Noch nur die Laterne angreifen. Warte, das ist doch gut, doch ganz bestimmt. Ziemlich gut. Ja. Patsch, 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 patsch. Soll ich mal sagen? Ich direkt mal Power-Hüpfer ein, ne? Nein, nicht die Lampe. Oh, Mist.
Aber das Licht, es ist so hell, das ist nicht gut. Hier, dunkler und dunkler. Ich habe einfach PP verschwendet. Komm mal, mach bitte den normalen Bung. Aber auf Jack-Laterne. Ach, Schaden, das ist echt ziemlich nice. Der Panda wurde verletzt und kann sich nicht bewegen. Madonna? Mist, zu früh gedrückt. Ach, dammit. Aua. Warte mal, nur... Okay, ich mache es trotzdem nochmal. Weil ich möchte den auch noch scannen. Dass Mario sich nicht bewegen kann, ist mir klar. Yay, so, Gumbario. Das ist Jack Laterna. Er weicht Angriffen aus, indem er sich mit Dunkelheit umgibt. Maximale KP 40, Angriffskraft 5. Deine Freunde wie ich erleiden ebenfalls Schaden, wenn er seine Blitzattacke ausführt. Die Angriffskraft dieser Attacke beträgt 2. Triff hier Maxi Laterne, um sie heller leuchten zu lassen. Dann kannst du ihn noch direkt treffen. Sobald er sichtbar wird, solltest du seinen Kopf angreifen. Dann einmal Bu wieder. Bitte sorgen Sie mir für etwas Licht. Und jetzt Powerhüpfer und diesmal auf den richtigen. Das wird jetzt wehtun. Ja, das war's jetzt für dich, ne? Ich mach hier 8 Schaden mit dem normalen Sprung. Nein! Geh mit der Laterne reden? Hi Herr Schnauzbart, ich bin Watt. Lässt du mich, von hier raus? Oh mein Gott, bist du süß. Ja, ich bin frei. Ich bin so froh. Danke, Herr Schnauzbart. Hey, bist du nicht, Mario? Du hast mich gerettet, wie ein Held. Du bist doch ein Held, oder? Du bist der Coolste. Du hast mich vor dem bösen Ohi-Kerl gerettet. Das werde ich dir nie vergessen. Ich gehe mit dir, Mario, okay? Ich habe gehört, wie die Shy-Guys sagten, dass du versuchst, Prinzessin Peach vor Bowser zu retten. Du bist super toll. Du bist der Größte. Ich glaube, du bist der Beste. Deswegen möchte ich dir helfen. Ich werde auch brav sein. Ehrlich. Watt gehört zum Team. Drücke nach unten, um die Umgebung zu erhellen. So werden auch unsichtbare Blöcke ans Licht gebracht. Das hätte mir in der Röhre ein bisschen geholfen, ne? Im Kampf kann sie Gegner mit Elektrohieb schockieren oder mit Powershock lähmen. Oh, ganz schön dunkel hier. Irgendwie mag ich die Dunkelheit. Aber jetzt kann ich dir beweisen, wie hilfreich ich sein kann, okay? Setze meine Kräfte ein. Okay. Okay. Ganz schön cool, was? Sieh doch, wie hell es jetzt ist. Ich wette, niemand sonst kann dir so helfen wie ich, oder? Okay, aber jetzt lass uns gehen. Du zeigst mir dann noch unsichtbare Blöcke an, das ist ja geil.
Tatsache. Eine Schneepuppe. Dann lasse ich dich auch mal direkt aufwerten, Watz. Dann einmal hier hoch. Und jetzt bitte fliegen. Believe I can fly. So, wer möchte aufgestuft werden? Kann ja aktuell nur was. Turbolader. Was wurde in den Superrang aufgestuft? Mehr. Mal gucken, ob hier irgendwo so ein Block ist. Außer, dass meine Nase gerade kribbelt. Mario, hier springt er hoch. Im Wunder, dass er keinen Elektroschock kriegt. Ich meine, er hält ihn mit den Händen. Das ist wahrscheinlich elektroabweisende Handschuhe. Ein Voltopilz. Auch noch ein Block. Der Papier ist schon geil. Ja. Ich glaube, ich habe mittlerweile genug Pilze. Also. Nee, lassen wir es jetzt dabei. Ich möchte mich aber noch einmal heilen. Nochmal speichern. Okay, dann würde ich mal sagen, geht es jetzt Richtung Boss, oder? Also das sieht definitiv aus, als könnte ich das sprengen. Hier irgendwas hinter? Bombett. It's your showtime. Hab's kaputt gemacht. Oh, der arme Schalke. Warum fliegt immer einer hin? Tut schon irgendwie leid. So, was? Bitte kommen Sie. Einmal Gumbario, bitte. Koopa meinte ich, Gumbario wird daher jetzt nicht viel bringen. Sternenwind. Alle Gegner Angriffskraft 6. Oh, das möchte ich schon haben. Schönes Wort, du Pilz. Au! Das mit euch. Ihr seid mir ein bisschen zu viele Gegner. Dum dum. Ist hier hinter was? Oder seid ihr ein Sternenspieler? Bin ich paranoid. Na, brauche ich nicht. Wer schreit denn hier so? Lauf, lauf! Ah, hilf mir! Okay. Sie sind also gekommen.
Ich bin General Guy. Wir befolgen König Bowsers Befehl und bewachen den Stern. Solange wir ihn in Verwahrung halten, haben wir die Erlaubnis, alles zu tun, was wir wollen. Haben Sie das verstanden? Ihr Schicksal ist mir völlig gleichgültig, Sir. Sie sind unhöflich und außerdem hier eingedrungen. Sie haben die Sachen der Bewohner geklaut. Wer ist hier also unhöflich? Zu unserer Spielzeugkiste haben Leute wie Sie keinen Zutritt. Die Schätze in dieser Spielzeugkiste sind nur für uns Schallgeiz. Und der Verbleib des Sterns geht Sie überhaupt nichts an. Stellen Sie sich dem Kampf, Sir. En garde. Attaque. Okay, Leute, alle zusammen, jetzt ist er dran. Angriff. Umbario, it's your turn. Schalltruppe. Das ist eine Schalltruppe. Dieser Trupp greift mit allen Mitgliedern gleichzeitig an. Maximaler KP 15, Angriffskraft 1. Die Anzahl der Angriffe richtet sich nach der Anzahl der Schallgeister im Trupp. Je mehr Schallgeister im Trupp, desto höher ist der Angriffsschaden. Setze eine Attacke ein, die viel Schaden auf einmal verursacht. So können wir den Trupp dezimieren und unsere Chancen auf den Sieg erhöhen. Komm, ich setze den Powerpfeil. Nein, ich habe voll verkackt. Oh, aber konnte nur einen blocken? Das finde ich jetzt nicht gerade schön. Okay, der normale Sprung richtet aber mehr Schaden aus. Okay. Oh nein, er hat sie alle besiegt. Das ist gar nicht gut. Dafür kriegst du keine Erfahrungspunkte. Ich glaube, Jessica ist an mir. Dame Schalgei. Mario, Sie, Sir, werden dafür bezahlen. Sie haben meine Infanterie geschlagen. Aber das ist alles, was Sie heute schlagen werden. Seien Sie gewappnet. Das Stelzengeist? Los, Angriff, Hai Schallgeist. Jawohl, Sir, sofort, Sir. Hai Schallgeist, seriously? Das ist ein Hai Schallgeist. Richtig, wer der Name schon andeutet, handelt es sich um Schallgeist aus Stelzen. Ich meine, für mich ist das ziemlich offensichtlich. Maximal KP 7, Angriffskraft 4, Verteidigung 0. Greifst du mit einer Attacke an, die Dämonen erzittern lässt, fallen sie herunter und werden zu normalen Schallgeist. Okay, thank you for your information. Erdbeben! Warte, dann setze ich jetzt mal Erfrischung ein. Beziehungsweise trinke ein Soda. Dann kann Koopa doch mal was machen. Powerrempler. Schon wieder keine Erfahrungspunkte. Unglaublich. Aber es ist an der Zeit für mein Spezialbataillon. Oh, tut mir leid für Sie, Sir. Zeit, die Rechnung zu begleichen. Angriff! Kann ich die Rechnung auf Klarna zahlen? Jawohl, Sir. Oh, das ist doch gut. Okay, Umbare, was sagst du denn zu denen hier? Schallstapel.
Das ist ein Chai-Stapel. Wow, dieser Stapel verfügt über einen ausgezeichneten Gleichgewichtssinn. Maximale KP 10, Angriffskraft 1, Verteidigung 0. Die Angriffskraft entspricht der Anzahl von Chai-Geist in den Stapel. Bei 4 Chai-Geist beträgt die Angriffskraft 4. Du kannst dir einen nach dem anderen mit dem Wirbelschlag ausknocken. Offensichtlich sinkt ihre Angriffskraft, wenn der Stapel kleiner wird. Erdbeben! Autsch. Macht schon guten Damage, ne? Makopa bitte. Gut, dann nehme ich das eben selbst in die Hand. Niemand stellt die tapferen Chai-Geist mit einer Armee auf diese Art und Weise bloß. Niemand. Superpilz. Umbario, was sagst du denn? Das ist General Guy in seinem Panzer. Obwohl es sich nur um ein Spielzeug handelt, sieht der Panzer doch ziemlich gefährlich aus. Maximaler KP 30, Angriffskraft 4, Verteidigung 2. Von seinem Panzer aus gibt der General nicht nur Befehle, er wirft auch mit Bomben und greift mit Elektroschocks an. Die Angriffskraft einer Elektroattacke beträgt 5, auch deine Freunde nehmen dabei 2 Punkte Schaden. Wenn wir die Glühbirne zerstören, kann er die Attacke nicht mehr einsetzen. Normale Angriffstechniken scheinen wirkungslos zu sein, weil der Panzer so stark bewährt ist. Hoffentlich nehme ich dadurch keinen Schaden. Nur wollte ich mal sagen. Machen wir erstmal die Glühbirne K.O. Okay, und dann Sprung auf General Guy. Mal doch mal, was Watzo kann. Umgeht die Verteidigung, greift mit Elektrizität an, paralysiert einen Gegner, versteckt Marios Angriffskraft für kurze Zeit. Aber machen wir erstmal hier den Elektrohieb. Oh, 4 Schaden, das ist gut. Ah, meine Hightech-Verteidigung scheint diesen elektrischen Angriffen nicht standhalten zu können. Höre sie sofort damit auf. Das ist viel zu stark. Das ist gegen die Konvention von Shy Guy City. Yay, bessere Verteidigung. Und setze nochmal den Power-Up ein. Bing. Bing. Mist, warum kann ich nicht mal gut timen? Das ist doch blöd. Ich müsste mich mal so langsam mal wieder heilen. Ich versuch's nochmal mein Glück. Bing. Bing. Warum? Ich hab doch... Ja. Der ist ja eh bald down. Meiner nächsten Runde. Und mit dem mache ich 4 Schaden und mit was mache ich auch 4 Schaden?
32 Erfahrungspunkte, boah, das wäre mit dem Boost aber echt viel gewesen. Aber dafür braucht man ja auch Glück. Ja, yippie, wir haben die Shy Guys geschlagen. Ihr wart ja gar nicht so stark, ihr blöden alten Shy Guys. Ich habe sie verklopft. Ist doch so, oder Mario? Ja, du hast sie verklopft. Hallo, Matrose, Stern. Kapitelende. Um Muscula, dem vierten Stern, zu befreien, stellte sich Mario der üblen Shy Guy Bande. Langsam erfüllt wieder funkelndes Leben den einst so finsteren und kahlen Nachthimmel. Doch erst, wenn der Sternenstab aus Bowsers Klauen entrissen wird, ist das Böse gebannt. Ganondorf? Noch drei Sterne warten auf ihre Rettung. Doch wo in aller Welt mögen sie wohl sein? Gut, und an dieser Stelle sage ich Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal bei Paper Mario 64. Bis dahin, tüdelü.